Wann geht's denn jetzt endlich los? Oh, jetzt startet. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Diesmal im Vollmond-Event, denn das ist jetzt gekommen, so. Surprise! War ich gar nicht mit gerechnet. Also vorneweg habe ich mal ein neues Feature getestet, was YouTube rausgebracht hat. Also hoffe ich mal, dass es geklappt hat. Nämlich diese Premiere-Funktion. Das würde mich schon interessieren, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Wird man dann ja sehen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wo habe ich meine Essenzen hingepackt? Die fürs Vollmond-Event. Da sind sie, ich habe sie gefunden. Ja, und so nebenbei, ich will halt auch noch eine Menge Warholm-Event machen hier. Auch schmerzhaft, einfach nur um Speed rumzufahren. Und irgendjemand wollte doch mit mir ganz viele Runs machen. Ich glaube, das war jemand aus der Gilde, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, MDSC, anscheinend ist er gar nicht mehr dabei. Hoffentlich habe ich die hier drin. Kurz mal gucken. MDSC. Ja. Packe ich mal in die Freundesliste. Ich meine, er war das. Auf jeden Fall, irgendjemand wollte mit mir auf jeden Fall noch fett Zeugs farmen. Ja, bin mal gespannt, wie jetzt hier dieses neue Feature, wenn ich es gebacken bekommen habe, dann aussieht. Werde ich mich auf jeden Fall, oder auch eher weniger, beziehungsweise ich werde ja dann im Nachhinein wahrscheinlich gucken, weil bei so einem Premiere-Feature wird ein, glaube ich, eine halbe Stunde vorher, ne, ich glaube, sobald mal es hochgeladen wird, eine Notification gesendet, so, ey, der macht ein Video, da um 14 Uhr, so. So 14 Uhr ist meine normale Zeit, so. Immer 14 Uhr täglich sollte ein Video kommen. Zumindest bei den WWE-Videos ist das so ein Standard, den ich schon relativ lang durchziehe. Also die Streak bei den WWE-Videos, die ist schon relativ hoch, glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Bei den Drakensang-Videos, ja, da ist auch wieder, da hatte ich mal eine relativ lange Streak, glaub 2 Monate oder so. Das war auch schon relativ heftig bei Draken, nee, bei einem anderen Video. Ich wollte gerade einen anderen, den Wolf spawnen lassen, aber da dachte ich mir so, oh, Moment mal, du bist ja gerade alleine. Du musst dich das selber spawnen lassen. Oh. So, dann gehe ich mal hier in die Map hinein. Schön zum Blutmond. Und das wäre dann auch mein. Dann hier wieder ein paar Drakenkenner holen. Dann werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall noch ordentlich das Event spielen. Wahrscheinlich dann nochmal ein paar Runen abstauben. Und das dürfte mich wahrscheinlich dann sogar 15. Also wenn ich genügend Runs hinkriege, ich weiß nicht mehr, wie viele Runs man machen musste. Ja, genau. Ich brauche jetzt hier die etwas heftigeren. Am liebsten benutze ich da direkt einfach den Sprung. Oder wenn man Zeit hat, halt auch das Banner. Das probiere ich gleich mal aus, ob das Banner mittlerweile schon genügend Schaden macht, um so einen Boss alleine zu killen. Das würde mich jetzt schon interessieren. Ich mache es auch noch schlau, indem ich erst das klicke, dann das. Und jetzt hat es sogar den Schaden von den erhöhten Dingsbums. Dürfte aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Allerdings geht es 10 Sekunden lang. Das heißt. Oh. Nein, es wurde geheilt! Durch mir selber, nein! Ich glaube, wenn ich weiter weggestanden wäre, hätte es geklappt. Da hinten ist noch einer. Also so mache ich das, wenn ich solo bin. In der Gruppe bin ich da etwas Essenz verschwendender, weil dann haue ich die einfach schnell um. Und farbe ich mir halt neue Essenzen, weil die Leute dann einfach hier easy eben gekillt haben wollen. Und meistens auch auf nicht schmerzhaft, weil die denken so, war dachte ich halt früher auch so, es macht einen Unterschied, auf welchen Modi du reingehst. Aber der einzige Unterschied, nein, X, so. Aber der einzige Unterschied, den es macht, auf den anderen Modi reinzugehen, ist sind halt die Anzahl der Drakenkerne. Und jawohl, genau mit einem Banner geht's kaputt. Nice. Ich habe auch bei dem keine Essenzen. Das ist schön.
Also ich weiß, dürfte ich für die, also jetzt, wie gesagt, habe ich gerade ausgetestet. Und ich dürfte keine Essenzen verschwenden bei den Bossen. So, zack. Und die habe ich auch nur, keine Ahnung, wie viel war das jetzt? 15 Essenzen oder so? Nur dafür verschwende. Das heißt, ich brauchte richtig schön wenig Essenzen farmen, weil ich das alles solo machen möchte. Allerdings muss ich dann doch relativ viel farmen, da ich das nicht solo farmen möchte. Weil halt die Menge an Blut, wie nennt man das, begrenzt ist. Und da farme ich mir lieber haufenweise Essenzen, um dann die Leute anzufragen, ey, yo, darf ich dann Blut haben? So wie ein Vampir. Er passt sogar auch relativ gut. So ein Vollmond-Event während eines Halloween-Events. So Blut und so. Wah, ich bin Werwolf und beiß dich jetzt. Ja. Könnte man sagen, ist nur Zufall oder ein gewiefter Marketing-Gag von Drakensang Online. Oh, diese Schlingel. Ja, dann hatte ich letztlich hier mal so einen Jackpot gewonnen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Gold das war. Ich war irgendwie bei 10.000, also 100.000, ja, 100.000 Gold oder 101.000 Gold. Und dann waren hier oben 105.000 Gold und dachte ich mir so plötzlich so, oh, du hast anscheinend einen Jackpot gewonnen. So, ab und zu checkt man halt auch nicht, wenn man das Spiel spielt, so. Also, ich würde behaupten, keine Ahnung. Ich glaube, es waren 8.000 Gold, die ich bekommen habe. Viel mehr kann es nicht gewesen sein. Ja, also mehr als 8.000 Gold kann es wohl nicht gewesen sein. So schnell bin ich im Vergaukeln nicht. Ja, dann das wäre quasi wieder ein Run vom Vollmond im Mond. Und ich bin eben einfach mal gespannt, wie das Feature dann aussieht. Und ob überhaupt jemand das Feature bemerkt hat oder irgendwie in der Premiere dann angegangen ist. Ja, die Premiere funktioniert da so. Wie gesagt, wie gerade erwähnt. 30 Minuten vor Videostart kommt dann nochmal eine Notification. Und ein Countdown beim Video. Und dann kann man halt nebenbei, dann kann man halt da auf das Video klicken. Dann kann man dann nebenbei ein bisschen chatten. Und wenn ein toller Mensch das macht, dann ist er wahrscheinlich, also ein toller Creator, dann ist er wahrscheinlich im Chat dabei. Wäre ich dann bei großen Videos, die ich wahrscheinlich auch schon Wochen vorher angekündigt habe, werde ich das Video dann auch nutzen und dann im Chat dabei sein und euch, keine Ahnung, irgendwie anfeuern, um das Video zu gucken. Gucken wir es gemeinsam, wenn es dann startet. Aber ich finde das schon ein relativ cooles Feature. Macht, hat was. Hat auf jeden Fall etwas. Ja. Werde ich halt mal, wahrscheinlich werde ich halt nicht zu der Zeit wach werden und das Video erst zu der Zeit hoch zu veröffentlichen. Wenn ich wach bin, ist eher nicht so geil, weil dann ist es nicht mehr regelmäßig so. 14 Uhr ist so, wenn ich ein Video um 14 Uhr hochgeladen habe, denke ich mir so, ha, auf die Schulter klopfen, hast du mal wieder geschafft, Dude. Darauf der Tex-Mex-Pizza. Und wenn sie es nicht geschafft hat, denke ich mir so, Mann, scheiße, du bist wieder so kacke. Geh dich einfach vergraben im Vorgarten, Alter. Nicht in deinem eigenen Garten, sondern im Vorgarten. Im Vorgarten muss ich vergraben. So, ja. Boah, komm schon. Jetzt wenn noch irgendwas Schlechtes. Ja, dankeschön. Ja, ist auch schlecht genug, so. So, das war's dann halt vom Vollmond-Werwolf-Event. By the way. Wer ein paar Blut übrig hat und von mir aus schmerzhaft bis fatal hier gekillt haben möchte, dann schreibt mich gerne an. Ich werde euch da mitnehmen, definitiv. Und wenn ihr euch sagt, ich kann euch nicht mitnehmen, dann habe ich zu wenig Essenzen. Aber habe ich genügend Essenzen, nehme ich euch mit und schreibt mich an. 88. So, das war's dann von der Folge. Ciao.